Ich würde ja natürlich in keine Pause gehen, ohne euch mal wieder so ein kleines Hautpflege-Update zu zeigen. Keine Angst, ich bin nicht direkt in der Pause, aber bis die Pause stattfindet, möchte ich mindestens nochmal meine Routine zeigen und die werdet ihr nach dem Intro sehen. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Wir sprechen heute mal wieder über meine Routine. Ich bin im Juli in der Pause und möchte da natürlich nochmal eine Routine mit einbauen bis zur Pause. Und da fangen wir gleich an mit dem Produkt hier, das Catrice Gel to Oil Produkt. Der Cleanser ist super. Der ist echt toll. Wenn ich jetzt nicht noch das Rosmarinöl hätte. Ich habe noch eins mit Duftstoffen, das ist jetzt ohne. Und das möchte ich halt leer kriegen. Na, ich weiß, ich brauche jetzt erstmal zwischendrin keins. Dann gibt es so ein Produkt, was mich interessiert von Beyer und Söhne. Das würde ich gerne auch ausprobieren. Von dem her würde ich mir das erstmal nicht mehr kaufen. Aber danach, wenn es das dann auch gibt, wehe, die nehmen das aus dem Sortiment raus. Weil für mich funktioniert das echt gut. Ne? Also ich habe zwei Reviews gesehen auf Instagram über das Produkt und beide waren schlecht. Ich habe mir trotzdem gedacht, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, weil das vom Hauttyp auch abhängt, probiere es trotzdem. Ich bin ein Typ fettige Haut und fettige Haut, also so Mischhaut, kannst du ganz gut mit Öl reinigen. Und ich krieg Öl eh allgemein vom Gesicht super gut runter. Das funktioniert mit meiner Haut echt gut. Und das Produkt hier ist schon schön. Ist schon wirklich, wirklich schön. Denn in der Drogerie gibt es so Gel-to-Oil-Cleanser eigentlich nicht. Es gibt zwei Ölprodukte. Verbessert mich wirklich. Und es muss dann auch noch wirklich tierversuchsfrei und vegan sein. Ne? Aber mir ist nichts bekannt an Gel-to-Oil-Cleansern oder Balms. In der Drogerie fällt mir gerade nichts ein. Und da ist das halt schon mega gut. Kostet allerdings 5 Euro, ist ein bisschen teurer. Aber why not? Ne? Weil das ist unparfümiert. Da kriegst du dein Make-up super gut runter. Das habe ich ein paar Mal probiert. Und wenn ich ein Produkt aufschneide, dann hat das viel zu bedeuten. Ich liebe es also. Werde es mir erstmal nicht nachkaufen, weil ich was aufbrauchen muss. Und dann noch was ausprobieren möchte von Beyer und Söhne. Das hole ich mir auch noch. Wenn ihr Routinen aufbaut, geht immer nach der Konsistenz von dem Produkt. Jetzt könnt ihr in Gesichtswasser kommen, also immer von flüssig zu fest. Jetzt könnt ihr in Gesichtswasser kommen, ich nehme aber keins. Ich nehme aber trotzdem was für Feuchtigkeit. Und zwar probiere ich gerade das No-Produkt aus, dieses Hyaluronserum. Ich vertrag's. Ist aber anscheinend nicht ganz so verträglich für jeden, weil da doch Hyaluron Formen drin sind, die nicht für jede Haut gut sind. Bei mir funktioniert es 1A. Werde ich noch vorstellen auf jeden Fall. Da kann ich noch nicht so viel drüber sagen. Ne? Das verwende ich jetzt seit über einer Woche. Ungefähr sowas. Und für mich ist es ganz nett, weil ich liebe halt Hyaluron und Hyaluron kann mit meiner Haut ganz gut was anfangen. Gerade wenn ich Niacinamid und Hyaluron, die lieben sich ja, Hyaluron und dann eine Säure noch nehme, das liebt meine Haut. Das ist so eine Kombi, die funktioniert echt gut. Ob es mit dem Produkt echt gut funktioniert, kann ich noch nicht sagen. So, habe ich noch nicht so richtig raus. Aber das habe ich jetzt danach mal angewendet. Ich habe die Routine, die ich euch heute zeige, insgesamt jetzt schon ein paar Mal gemacht und mag das eigentlich wirklich, wirklich gerne. Und ja, das ist das neue Serum von No. Bin gespannt, was sie noch so auf den Markt bringen und das werde ich auf jeden Fall extra nochmal vorstellen. Ich habe im Moment psychisch viel zu tun. Die Psyche hat sehr viel mit deiner Haut zu tun. Dann leide ich so ein bisschen an Skinpicking auch. Sprich, den Stress tobe ich halt auch im Pickel ausdrücken aus und kriege das auch momentan nicht so ganz hin, das sein zu lassen. Sprich, meine Haut braucht dann auch so ein bisschen Beruhigung. Und dann nehme ich ganz gerne das zum Teil aber auch alleine, ne, statt einer Creme. Funktioniert für mich auch ganz gut. Ich liebe es.
Ich liebe es wirklich. Ich habe es jetzt schon eine längere Zeit, habe es noch nicht vorgestellt. Werde ich aber machen, weil das für mich auch ganz gut, wenn ich beispielsweise ein Mineral-Make-up auftrage und das drunter, das kannst du im Nachhinein nochmal kurz auftragen, wenn du merkst, so, ah, weil das Mineral-Make-up muss auf was kleben und du merkst so, ah, meine Haut ist nicht mehr so ganz aufgefrischt, kann man das kurz auftragen und ich finde es mega gut. Also ich liebe das, könnte mir sogar vorstellen, dass ich das nachkaufe. Das ist eins der neueren Serien, die es von Isana gibt. Ich glaube auch das erste Serum von Isana Med. Oder nee, da gibt es ja auch das Urea, ne? Nimmt das wieder zurück. So. Jetzt ein Face Theory Produkt mit Azelinsäure, Lumisella A15. Habe ich auch noch nicht vorgestellt, finde es aber auch ganz nett. Ich hätte nicht gedacht, dass was mit Azelinsäure mir hilft. Ne? Also ich habe da schon Erfahrung, weil ich da auch schon Produkte von Face Theory hatte, aber ich habe jetzt die letzte Zeit über durch halt ein hormonelles Ungleichgewicht. Das sieht man natürlich auch an der Haut. Stark vergrößerte Poren auch gehabt, weil irgendwie was über die Haut auch passiert ist. Und die Kombination, also diese Routine, die ich euch heute zeige, führt dazu, dass mein Hautbild viel besser aussieht. Ja, also viel feiner ist. Und da ist das natürlich auch ein richtig schönes Produkt, zumal ich auch die Haptik, sagt man Haptik, ja, also so wie sich es anfühlt, ich liebe das. Das geht bei mir direkt in die Haut rein, da brauche ich überhaupt keinen Aufwand. Manche Konsistenzen sind für mich schwierig, dazu komme auch gleich noch. Aber das hier ist echt mega genial und das trage ich halt gerne auch an so Stellen auf hier, wo ich mich halt immer wieder aufkratze, ich Idiot. Oder da habe ich auch so eine Stelle oder da. Und da hilft es mir so ein bisschen auch, vor allem, dass die Stellen nicht ganz so schlimm aussehen. Das habe ich mir jetzt auch schon von einer ganzen Weile geholt und auch das habe ich noch nicht vorgestellt. Merke gerade, da geht ein bisschen Farbe vom Schildchen weg. Das ist halt auch ein ganz schöner Pumper. Ne? Also ich merke so, diese Pipetten, das ist so gang und gäbe inzwischen und wenn dann mal ein Produkt ein anderer Pumper hat, dann ist das echt so eine schöne Abwechslung und auch dazu wird es noch ein Video geben. Ich habe mir was geleistet, da kommt schon der Deckel, ich habe mir was geleistet davon und die sieht man auch im Hintergrund, da ist das Hyaluronserum. Und ein bisschen außerhalb vom Bild steht noch ein anderes Serum, das Retinol-Serum. Das da ist Vitamin C. Vitamin C ist nicht gleich Vitamin C. Ne? Also da kann ich euch wirklich das Video von Marek und der Maggi empfehlen. Das sind zwei insgesamt, wo sie die Thematik erklären. Man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen. Es gibt auch so einen schönen Beitrag von Bayer und Söhne zum Thema Vitamin C. Da sind Derivate drin. Das ist natürlich für so ein Produkt besser, als wenn reines Ascorbin, als wenn reine Ascorbinsäure drin ist. Denn das ist unstabil as fuck. Ich weiß es von einer Zuschauerin von mir, die auch bei mir auf dem Discord ist. Und die hat schon so ein richtig gutes Vitamin C von Geek & Gorgeous verwendet. Musste sie zum einen in den Kühlschrank packen und sehr schnell verwenden, weil das Zeug fängt an zu kippen. Ja, also das oxidiert. Und das relativ schnell. Hier sind Derivate drin, hier sind unterschiedliche Derivate drin. Auch das macht irgendwas mit meiner Haut. Das nehme ich jetzt erst zum dritten Mal und zum vierten Mal. Ich nehme es morgens und abends. Und auch das macht irgendwas mit meinem Hautbild. Kann jetzt von viermal verwenden noch nichts sagen. Ihr wisst, man ist schon mal irrsinnig gehypt von ganz neuen Produkten, die man verwendet. Da spricht man dem Produkt sehr viel immer zu, aber innerhalb von 4 Wochen macht sich immer erst so eine Wirkung aus. Und das ist auch echt toll. Also bis jetzt ist es noch toll. Also ich vermute mal, dass es noch toll bleibt. Denn das ist Luxus. Also man braucht das nicht. Aber wenn man seine Routine so aufbaut, dass man
relativ wenig Geld für die Reinigung ausgibt, was man ohne weiteres kann, eine Creme dazu nimmt, die nicht viel Geld kostet und dann sagt, jetzt nehme ich mir noch was dazu, was ein bisschen mehr Geld kostet, dann ist das vollkommen legitim. Ich probiere ja solche Sachen aus und gucke halt, was ich euch weiterempfehlen kann. Und das da macht irgendwas mit meiner Haut. Die ist viel feinporiger, gerade auf der Nase, gerade hier in dem Bereich, wo ich als Skinpickerin immer irgendwas finde, finde ich gerade nicht so viel. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ein sehr, sehr gutes Zeichen. So, letztes Produkt und das ist hier das No-Produkt. Die Pink Cream, ja, ich habe sie immer noch und das ist mein neuer Endgegner. Mal gucken, ob ich sie ins Project 10 mit reinpacke, denn da ist schon noch viel drin und die muss man halt jetzt einfach auch mal leer machen. Na, ihr könnt Cremes nicht ohne Ende aufheben. Und die liebe ich, weil es sind Ceramide drin und meine Haut auf Ceramide echt sehr gut reagiert. Das einzigste Problem ist, und ich habe es ja schon angesprochen, diese Konsistenz will nicht in meine Haut rein. Jetzt kann man sagen, ja, du hast halt schon viel in deiner Haut drin und deswegen geht das auch nicht rein. Das reicht auch, wenn ich nur wasche, die Haut noch so ein bisschen feucht ist und das dann drauf machen möchte. Ich sehe aus, erstmal bin komplett weiß. Ja, und dann braucht es so eine Weile, bis ich es dann drin habe. Aber wenn das dann in der Haut drin ist, fühlt die sich richtig prall und schön an. Ich hatte das auch mit dieser allseits geliebten Colibri-Nachtcreme, hatte ich das auch genau das Gleiche. Also es ist irgendwie von der Zusammensetzung her ist es irgendwie so, dass meine Haut das ablehnt. Wo andere Leute wiederum Probleme mit anderen Cremes haben, sage ich, wow, die geht super gut in die Haut rein. Also da müsst ihr immer so ein bisschen vom Hauttyp her gucken. Der sagt, das geht nicht so, hat aber den und den Hauttyp. Deswegen ist es immer so wichtig, dass ihr das auch eben in den Kommentaren erwähnt, was für ein Hauttyp ihr habt. Denn Produkte funktionieren halt je nach Hauttyp und nach Hautbeschaffenheit einfach anders. Ne? Also da muss man einfach so ein bisschen ausprobieren und trotzdem auch zum Teil probieren. Diese Neugierde dann auch haben einfach. Und die Creme ist super, keine Frage. Und die muss ich jetzt halt einfach echt mal, sie ist schon relativ leer. Ne? Sie klingt schon relativ leer, aber ist immer noch genug drin. Die muss jetzt einfach langsam mal richtig leer sein. Wie immer bist du an der Stelle natürlich auch gefragt, wie sieht deine Routine am Abend im Moment aus? Bist du eher Typ schnell, wo es schnell gehen muss? Oder bist du eher momentan Typ lange, der so ein bisschen auf dieses Spa-Erlebnis geht, bisschen diese Meditation erlebt, für sich selber da zu sein und sich die Zeit am Abend nimmt? Mir macht das gerade im Moment wahnsinnig Spaß. Ihr wisst aber auch, ich bin auch ein Typ, der es stellenweise am Abend einfach nicht macht, ne? Weil ich zum einen sage, meine Haut darf ausruhen und zum anderen einfach auch zu faul bin, das darf man gar nicht sagen, weil das nicht so toll ist, die Reinigung komplett wegzulassen am Abend, ne? Aber so ist es halt manchmal. Wie sieht deine Routine am Abend aus? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.